war's das jetzt bitte? So, the knife. Also der Kampf mit den Bomben, also die Bomben sind ultra effektiv, aber ich finde, die sind halt... Die sind halt wirklich, wenn du unter Feuer gerätst, hier echt wirklich schwierig zu handeln. Irgendwie. Also für mich gerade. Erstmal Hände waschen. Danach geht's wieder. Was haben wir da? Antike Münze. Also die Frage ist natürlich grundsätzlich, ob nachher sollte ich Ethan nachher nochmal spielen können, ihr Inventar in Mainz übernehmen können, um die Münzen nachher für die Magnum eintauschen zu können im Wohnwagen. Denn es ist natürlich cool, wenn wir welche finden. Ansonsten nehmen sie mir jetzt ehrlich gesagt gerade bloß ein bisschen Platz weg. Mann. Bombe, Bombe. Nehmen wir. Maschinenraum. Ich will, dass du etwas für mich machst. Ethan. Jetzt kommt der Facehugger. Ethan. Ethan. Voller. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden. Und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Okay, Lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Also könnt wetten, das hat die Lara Loftus, die Synchronsprecherin. Müsste noch mal gucken, ob die auch ein Let's Play von dem Spiel gemacht hat. Mia, wir haben
verlieren keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Nur die Axt. Was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Shit. Ja, krass, okay, alles klar. Wir sind wieder Ethan und wir wurden gerade von Mia gerettet. Okay, sie hat uns die Probe mitgegeben. Ja, und Evelyn steht die ganze Zeit dabei. Okay, also Evelyn steckt hinter allen. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? What? Es ist alles deine Schuld. Okay. Muss ja so sein? Glaube nicht. Aber scheinbar hat jemand irgendwie so ein 20er Roy braucht. Okay, alles klar. Und wir sind runter vom Tanker. Oh, die überteuerte Fische. Oh, scheiße, muss das stinken, ey. Boah. Okay. Ist das eine Industrieanlage oder? Denkst du irgendwie, du bist irgendwo in den Sümpfen im Nirgendwo? Und dann fetter Tanker hier daneben, Schwerindustrie. Aber Crombie Salzbergwerk, South Dalby. Kann ich schlagen? Scheiße. Okay, cool. Verbesserte Pistolenmunition. 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist zu instabil.
19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Okay. Hubschrauber. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Wer hat dieses Foto gemacht und wer hat es beschrieben hier hingelegt? Das. Nee. Das macht doch keinen Sinn, Mann. Können wir das Funkgerät benutzen? Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole. Eliminiert sie. Okay, meinen die uns? Wissen die, dass wir hier sind? Ah, unsere Kiste. Ja, cool. Ja, Moment, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Hier sind das die Mann. Ship Spawn Lab. Ah, fuck. Ein Labor. Natürlich, in Dalby. Ein Labor, klar. Klar. Komm, wir gucken erstmal. Sie haben Mias Objekte erhalten. Sehr cool. Das heißt, wir haben auch ihre Münzen erhalten. Und ihre Waffe. Moment mal, Moment. 13 antike Münzen. Ihr wisst, was das heißt. Wir shoppen uns die Magnum. Weil ich sag mal so, der... Nachladegeschwindigkeit. Ja, okay. Bei einer Shotgun nice, aber. So. Hallo, sieht aus wie eine Betäubungswaffe. Ein Schuss. Ein Schuss. Okay, warte. Wir haben aber noch 6 Schuss da. Ich will mal bloß kurz mal wissen. Achso, Baller, wie viel? Okay, 7 Schuss. Mit 7 Schuss ist wahrscheinlich dann aber auch schon vorbei, der Mai. Tja. Okay. Doch schon ein bisschen mehr Dampf, ne? Ja, schon voll hier. Oh, noch einer, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Hey, Leute.
Boom. Die Bomben sind schon geil. So, nochmal einmal Flüssiges. So, okay, was haben wir hier noch? Ein Kräuterkraut. Noch ein Kraut. Blindenmunition nehmen wir auch gerne mit. Das ist auch super. So, gibt's hier vorne noch irgendwas? Okay. Vielleicht haben wir noch was übersehen. Aber jetzt geht's abwärts.